Denk an deine Zukunft. Eigentlich hatte ich was ganz anderes vor. Ich wollte mit euch eigentlich mal so ein Bibelthema durcharbeiten. Weil die Bibel voller Überraschung ist. Aber dann haben wir uns abgestimmt. Und man war dann, vielleicht doch ein bisschen zu anspruchsvoll, also zu stark, zu schwer, vielleicht zu theoretisch. So, das Problem. Also haben wir gesagt, machen wir was anderes, irgendwas so in die Praxis unseres Lebens hineingeht. Da fiel mir nur noch ein Jüngerschaft. Ich habe nie darüber gesprochen. Aber ich glaube, das brauchen wir alle. Und eigentlich egal, welche Altersgruppe. Wer die Bibel etwas kennt, der weiß, dass wir in verschiedenen Heilszeiten leben. Auch die Kirchengeschichte hat solche Heilszeiten erlebt. Und wir leben heute in der Heilszeit von Laodicea, wo man kein Interesse mehr groß hat an Gott. In der Kirche. Wo der Jesus draußen vor der Tür ist und anklopft. Und die Leute denken, er ist drin. Und dafür brauchen wir Jüngerschaft, Nachfolge. Um wirklich zu wissen, Mensch, was will der Herr eigentlich von mir? Ich wurde zum ersten Mal damit konfrontiert. Anfang der 80er Jahre. Ich war nicht lange gläubig. Und ich habe ziemlich schnell angefangen, draußen am Evangelium zu arbeiten auf der Straße. Ich treffe zwei Brüder, einer aus Nordirland, einer aus Holland. Und wir sprechen über großes Thema Mission. Und dem Herrn ohne Vorbehalt folgen. Und ich höre den lieben Bruder, besonders aus Nordirland, wie er mir erzählt voller Begeisterung. Ich war in Indien. Mit dem Schiff von OM, Operation Mobilization, Logos, das Schiff, von Christen, alles finanziert, ausgestattet. Und war Operation Mobilisation für Polsku. Danke. Und dieses Schiff ist eigentlich weltweit unterwegs und Missionseinsätze zu fahren. Und er erzählte, dass bei einer Predigt da sich 20, 30 Leute bekehren. Aber ich habe mich gar nicht so gefreut. Aber ich hatte gelernt, Organisation ist nie gut. Wir wollen dem Herrn vertrauen und dann und Vertrauen auf den Herrn ohne Organisation rausgehen in die Mission. Das habe ich dem Bruder dann auch gesagt. Okay, Bruder, du magst ja recht haben, sagt er dann zu mir. Der war voller Power. Sag mal, wie viele sind denn nach deinen Gedankengängen, die ich absolut in der Bibel nachvollziehen kann, wie viele sind denn dann ausgegangen? Wie viel? Keine Ahnung.
Da habe ich erst mal drüber nachgedacht. Wenn der Herr bestimmt etwas sagt, möchte er nicht, dass wir es auch machen. John Darwin hat dieses Problem schon ziemlich früh erkannt in einer Zeit, wo noch nicht so Laodicea war. Und er sagte eigentlich, was ich... What I look for is real jealously for the Lord. Then I could bear many mistakes. I on powiedział, aż stąd, tak? To czego szukam, to prawda. To czego szukam, to prawdziwa zazdrość dla Pana, wtedy mógłbym znieść wiele błędów. Ale jest geistliches Prinzip. To jest duchowa zasada. Ist Eifer da, ist, Zahenta, ist, dann kann man viel leichter auch geistliche Schwachheit und Versagen entschuldigen. Es gibt in der Bibel eine Stelle in Matthäus 21, 30. Ich habe das natürlich, weil ich nicht wusste, ob Deutsch übersetzt wird oder nicht, in Englisch geschrieben alles. And they came to the second, du kannst das gleich im Vorlesen lesen. Das ist, ach, da muss ich noch erklären, ganz kurz. Ich habe ein Bibelprogramm, das heißt The Word. Und jeder, der Englisch kann, sollte sich das anschaffen. Das ist kostenlos im Internet. Eine Fülle von Kommentaren gibt es da. Nur die Bibelausgaben sind etwas alt. Die Bibelausgaben sind etwas altertümlich. Lies mal bitte vor in der anderen. I przystępując do drugiego powiedział tak samo, a on odpowiadając rzekł: nie chcę, a potem zastanowił się i poszedł. Ja, das ist das Problem, denn Deutsch oder auch die polnische Sprache, die entwickelt sich weiter und manches wird dann nicht mehr so klar verständlich für die Jugend von heute. Das wusste ich leider nicht. So, der Herr sagt einfach, hör mal, es gibt so zwei Leute, die einen sagen, ich gehe her und geht nicht. Und der andere, der sagt erst, ich gehe nicht, dann gereut es ihn und dann geht er. Also den Willen des Herrn zu tun, ist einfach eine ganz schwierige Kiste. Jüngerschaft hat etwas mit meinem Verhalten zu tun, grundsätzlicher Art. Ich sage euch das jetzt zu Anfang, wie es in der Bibel steht. Was wirklich viele Christen auch so erlebt haben. Aber ich sage euch nicht, wie ich es mache. Denn dann müssten wir noch viel mehr singen, weil ich immer weniger zu sagen hätte. Jüngerschaft geht wirklich an das Eingemachte, an unsere Substanz. Unsere Jüngerschaft geht auf unsere Substanz, an unser ganzes Sein, unser menschliches Sein. Oder wie einer John Wesley sagte dazu, zu Matthäus 6, Vers 19 und 20, legt nicht auf euch Schätze, wo Motte und Rost zerstören. Da hat er gesagt. Kannst du dich kurz erfassen? Kannst du dich kurz erfassen? Ja, okay. Oder wie John Wesley sagte über die Stelle Matthäus 6, 19, 20. Tak jak to John Wesley raz powiedział na temat Mateusza 6. Musst du jetzt nicht lesen, wir sollten die Schätze sammeln auf der Erde. Nie powinniśmy, chodzi o werset, nie powinniśmy zbierać naszych skarbów na ziemi. Da sagt er ein ganz hartes Wort. Powiedział takie trudne słowa. Schätze zu sammeln auf der Erde ist genauso verboten
Zbieranie skarbów na ziemi jest tak samo zabronione? Wie Ehebruch und Mord. Wie Ehebruch und Mord. Tak samo jak cudzołóstwo i morderstwo. Und das ist ein hartes Wort. To jest, są ciężkie słowa. Ich habe gerne was auf der hohen Kante. Fajnie jest mieć coś takiego asana. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Troszkę więcej dla siebie powolić. Und wenn wir schon mal dabei sind, vielleicht doch noch ein bisschen. I jak do tego dojdziemy, to może jeszcze troszkę dla nas. Und jetzt müssen wir uns ein paar Fragen stellen, nämlich. Musimy zadać sobie kilka pytań, mianowicie. Für wen Jüngerschaft eigentlich nicht gilt? Dla kto nie może w ogóle, dla kogo ten temat nie jest. Viele von euch werden aus christlichem Elternhaus kommen. Wielu z was pochodzi z chrześcijańskich domów. Bei manchem hat sich der Papa bekehrt und die Mama bekehrt und zum Glauben gekommen an Christus. Wielu z was mają wierzących rodziców, mama i tata. Und da ist das gar nicht so einfach, wenn man das so hört, auch in den Zusammenkünften von den Christen. Da ist Sommerzeit, hier ist total heiß. Die anderen gehen raus zum Schwimmen. Die Kinder von den Christen sitzen hier und hören was von Gottes Wort. Wir müssen alle also etwas ganz Wichtiges erlebt haben. Die erste Frage, die ich dann richte an jeden uns, bist du neugeboren? Weißt du wirklich, dass du in den Himmel kommst? Weil diese Sichtweise von diesen Dingen ändert alles. Ein Mensch, der einfach den Herrn Jesus kennengelernt hat und weiß, er starb für mich. Człowiek, który poznał Pana Jezusa i wie, że On umarł za Niego, całkiem inaczej myśli. Dann musst du erkannt haben auch dabei, und das ist eigentlich die automatische Folge. I następnie, co z tego wynika, następna rzecz. Dass man sich erkannt hat als sündig. Trzeba przyznać, że jest się grzesznikiem. Als verloren. Jako zgubionym człowiekiem. Als blind. Jako ślepym. Nackt vor Gott. I nagim przed Bogiem. So sind wir Menschen vor Gott. Tak stoimy przed Bogiem. Dann musst du auch erkennen, dass du dich selbst nicht retten kannst. Dass ein guter Charakter dich nicht zu Gott bringt. Und ich hatte früher, als ich noch nicht gläubig war, habe ich Fußball gespielt. Ich war nicht so gut, keine Sorge. Aber unser Mannschaftskapitän war ein total super Typ. Ale nasz kapitan drużyny był super gościem. Aber nachher ganz ablehnend bei Gott. Ale on odrzucał Boga. Manche Christen sind rein menschlich, viel netter als die Christen. Niektórzy ludzie, którzy nie są wierzący, są często o wiele bardziej mili niż ci, którzy są wierzący. Und gehen doch verloren. A jednak to ein guter Charakter bringt uns nicht zu Gott. A więc dobry charakter nie przyprowadzi nas do Boga. Glaubst du wirklich, dass der Jesus Christus als ein Stellvertreter für dich am Kreuz gestorben ist? Czy wierzysz na pewno w to, że Pan Jezus umarł w zastępstwie za ciebie na krzyżu Golgoty? Und das ist eigentlich das Herrlichste überhaupt, dass man das weiß. To jest coś najcudowniejszego, co można wiedzieć. Wir haben das gestern gehabt, so eigentlich, man kann das Evangelium nur ganz kurz erklären. Ne? W zasadzie wczoraj to już mieliśmy, Ewangelię można wkrótce streścić. Aber das Erleben ist so wie früher die alten Telefonhäuschen. Das Erleben ist so wie die alten Telefonhäuschen. Damit das Licht angeht, musst du immer reingehen. Das ist ein Schalter, ein Trittschalter. Und da geht's Licht an. Und das ist einfach das Wort Gottes annehmen und glauben. Und dann anerkennen, Jesus Christus ist dein Herr und Retter. Das führt uns sozusagen in die Jüngerschaft. Ich erzähle euch immer gerne, mache das immer sehr gerne, und ihr kennt das schon fast, der ist schon, der findet das schon, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie viel Mal, tausende Mal ich das schon am Bibelstand erklärt habe. Wir glauben an einen Gott. Wierzymy w jednego Boga. Das ist eine goldene Seite.
Und dieser Gott lebt im Himmel. Und ist absolut heilig und gerecht und Liebe. Ich sage das immer, wir haben das gestern so kurz mal gehabt bei der Evangelisation, wenn du mit Muslimen dann zusammenkommst, ihr habt das ja nicht, ihr habt ja die Grenze geschlossen, aber wir haben das täglich, dass wir Muslime treffen in Berlin. Wczoraj na ewangelizacji to też już było, dzisiaj to powtórzę. W Berlinie jest bardzo dużo muzułmanów. Die glauben doch Tatsache, dass wir Christen glauben, dass wir es drei Götter gibt: Vater, Sohn, Heiliger Geist. Oni Sie glauben das, dass wir das glauben. Oni wierzą w to, że my wierzymy, że istnieje Bóg, który składa się z trzech osób, z Boga, z Świętego i z Syna. Weil ich das weiß, dass es im Koran steht. Weil ich weiß, das steht so im Koran. Ponieważ ja wiem, tak, to jest napisane w Koranie. Sage ich denen zuallererst, guck mal, wir glauben an einen Gott. Mówimy im, mówię im, co pierwsze, co im mówię, to mówię, my wierzymy w jednego Boga. Bist du fast schon sein Freund. To już prawie stajesz się ich przyjacielem, jak im tak powiesz. Er freut sich. On się cieszy. Aber, sagt dieser Gott, ale mówię wtedy, ten Bóg muss sich ja irgendwo uns offenbaren. Musi się nam gdzieś objawić. Und Liebe offenbart sich. Bo miłość objawia się. Aber unser Herz, ale nasze serce, ist böse. Ist złe. Und das ist durch und durch böse. Es fängt an, mein Freund. Wie alt bist du? Przesiągnięty złem. Ile masz lat? Neun. Also mit 9 Jahren habe ich schon schlimme Dinge gemacht. Mając 9 lat już nie jedną maskę mam. Was kein Mensch sehen und hören sollte. I coś, co nikt nie miał tego widzieć ani słyszeć. Und das ist unser Herz. I to jest nasze serce. Jetzt bin ich 61. Teraz mam 61 lat. Ist genauso schlecht wie damals. I jest dokładnie tak samo złe jak wtedy. Wo ich 9 war. Jak miałem 9 lat. Also brauchen wir ein neues Herz. A więc potrzebujemy nowe serce. Sünde trennt von Gott. Ponieważ grzech oddziela nas od Boga. Und Gott sagt, ich habe dich lieb, Mensch. A Bóg powiedział do człowieka, ukochałem Cię. Jesus in mir, Jesus wird dort Mensch. I Bóg w człowieku, znaczy przez Pana Jezusa stał się człowiekiem. Und das ist der größte Stolperstein für einen Muslim. Könnt ihr wirklich für beten. Das ist der größte Stolperstein für einen Muslim, dass Gott in Christus Mensch wird. Das größte Problem. Das Problem. To jest największy problem dla muzułmanów, że Pan Jezus stał się człowiekiem. Możecie się o to modlić. Aber wenn wir diesen Weg einschlagen und erkennen, er ist mein Stellvertreter, er starb für mich. Ale kiedy my to rozpoznamy, że Pan Jezus jest ofiarą zastępczą za nas, und sagt, za nas, vergib mir meine Sünde. I że On może nam wybaczyć grzechy. Habe ich ein Herz weißer als Schnee. To mamy, nasze serce się staje bielsze niż śnieg. So, ich hoffe, jeder hat dieses weiße Herz. Ja mam nadzieję, że każdy z Was ma takie białe serce. Jetzt fragen wir uns natürlich, wo kommt die Jüngerschaft in der Bibel vor? Oczywiście teraz możemy zadać sobie pytanie, gdzie w Biblii znajdujemy coś o uczniostwie? Also das erste Mal, wo ich das in meiner Bibel vorfinde, wenn ich chronologisch lese, chcę teraz zacząć chronologicznie, po raz pierwszy. Jest Johannes 5, Matthäus 5, Vers 1, sorry. Jest to w Ewangelii Mateusza 5, 1. Okay, 5, 1. Und ich will das nur vorne wegnehmen. Was wir da lesen, ist eigentlich das griechische Wort Mathetes. Das heißt Lernender oder Schüler. Mathetes. Lernender oder Schüler. Chodzi tutaj dokładnie o to słowo z greckiego Mathetes, to jest uczeń, no. Uczeń, uczennica. Uczeń, u nas też jest pisze. Uczeń albo uczennica. Also, es ist eigentlich gar nicht so schwierig zu verstehen. Das ist eigentlich ein Lernender. Ich lerne etwas. Und myślę, że to nie jest ciężkie do zrozumienia. Chodzi o kogoś, kto się uczy. Und in Johannes 8, 31 sagt der Jesus, wenn ihr in meinem Wort seid, seid ihr wirklich meine Jünger. Johannes? 8, 31 habe ich jetzt mal vorgelesen. So. Ewangeliana 8, 31. Czytamy również o tym, że Pan Jezus mówi do swoich uczniów, jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. Aber der Jezus war nicht der einzige, der Jünger hatte. Ale Pan Jezus nie był jedynym, który miał swoich uczniów. Mose hatte Jünger.
Także nie możesz mieć swoje. Das finden wir im ganzen Alten Testament nicht. Nie znajdziemy tego w ogóle w Starym Testamencie. Aber die Pharisäer behaupten das in Johannes 7. Wir sind Moses Jünger. Ale faryzeusze uważają tak. W Ewangelii Jana też. My jesteśmy uczniami Mojżesza. Ein Problem haben diese Leute. Ale ci ludzie mieli jeden problem. Das macht der Herr auch ganz klar deutlich. Wenn ihr Moses Jünger werdet, würdet ihr das tun, was der Mose sagt. Ale Pan Jezus im to wyjaśnia, gdybyście byli uczniami Mojżesza, czynilibyście również to, co Mojżesz powiedział. Johannes der Täufer hatte. Także i Jan Chrzciciel miał swoich uczniów. Wir werden das jetzt nicht alles aufschlagen, ja? Będziemy teraz wszystkich nic otwierać. Die Pharisäer hatten Jünger. Także faryzeusze mieli swoich uczniów. Die haben nämlich gelernt davon. Das sind Schüler einfach. To byli po prostu uczniowie. Die lernen von dem Vorbild. Oni uczyli się czegoś od swojego wzoru. Der Jezus hat ihn. Haben wir eben gerade gelesen. Und habe ich noch eins vergessen? Haben wir auch jemanden? Folgen wir auch jemanden nach? In den 70er Jahren, ich will das nur von mir sagen, meine Vorbilder waren Rolling Stones, Beatles, moimi wzorem, które naśladowali zawsze Beatlesi. Wisst ihr, woran man das gesehen hat? Po czym można było to rozpoznać? Die Haare wurden länger. Włosy miały dłuższe. Gammel look. Taki luzacki styl. War mein Leben. Tak można żyć. Wir haben das erlebt, ja. Przeżyliśmy to. Das heißt, es gibt nicht nur im geistlichen Bereich. W duchowym obszarze. Wir können überall lernen, oder? Wszędzie możemy się uczyć od kogokolwiek. Now we read. No, what we need. When we read. Co potrzebujemy? Ja, ich habe wieder Englisch geschrieben. Tut mir leid, sorry. Wenn wir über Jüngerschaft nachdenken, müssen wir über Dinge etwas Bestimmtes bedenken. Jeśli myślimy o uczniach, musimy pomyśleć o czymś konkretnym. Wir brauchen Liebe für Jesus. Liebe für den Jesus. Potrzebujemy miłość. Odczuwać miłość do Pana Jezusa. Gibt in der Bibel eine Stelle, dass er uns geliebt hat. Istnieje w Piśmie Świętym taki wers, że Pan Jezus nas kochał. 1. Johannes 4. Na przykład. In Römer 5 in Römer 5 lesen wir. A w Rzymian 5 czytamy. Dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unser Herzen durch den Heiligen Geist. Und 1. Johannes 4 wiederum sagt, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. So wollen wir hören, was sagt die Bibel. Und jemand hat einmal ein sehr schönes Wort geprägt dazu. Ktoś kiedyś powiedział tylko piękne słowa. Der Retter ist, der sucht nicht Männer oder Frauen, die ihre wenigen freien Abende ihm geben wollen oder ihre Wochenenden. Którzy chcą mu oddać swoje wolne wieczory czy swoje weekendy. Oder vielleicht ihre Tage, wenn sie irgendwann mal Rentner sind. Albo wtedy, kiedy będą na renturze. Er möchte gerne, dass wir ihm den ersten Platz geben. On szuka takich, którzy oddadzą mu swoje pierwsze miejsce. Das ist das, was hier so steht, ne? Tutaj to jest napisane. Ja? Okay. Die Bibel spricht mówi von einem Bruder Quartus. O pewnym, steht da nicht. Pewnym bracie Quartus. Bruder Quartus steht in Römer 16. To jest w Rzymian 16. Der Bruder ist so schön, ich habe das hier nebenbei aufgeschrieben, sonst wüsste ich das auch nicht immer. Bruder Tertius steht in Römer 16 auch. Ja, ich habe eine Präsentation, also das ist Römer 16. Der hat den Brief geschrieben. Und was hat Bruder 16:22. Oh, brauchst du nicht alles. 16:22 und 23. Pozdrawiam Was, Panu, ja Tertius, który ten list pisałem. Pozdrawiam Was, Gaius, gospodarz mój i całego zboru. Pozdrawiam Was, Eras. Und es gibt noch den Bruder Secundus in Apostelgeschichte 20, aber den braucht ihr jetzt nicht mehr lesen. Und alle diese Worte sind lateinische Worte. Quartus ist der vierte, Tertius ist der dritte, Secundus ist der zweite.
Aber Bruder Primus. Oh, sorry. Also es gibt in der Bibel Bruder Quartus, ist der vierte. Jetzt die Bibel in der Quartus, da ist der zweite. Übersetzt, das ist der vierte. Oh, du meinst, das ist der. Der Bruder Tertius ist übersetzt der dritte. Tłumacząc imię Tertius, będzie to ten trzeci. Der Bruder Secundus ist der zweite. Secundus to będzie ten drugi. Und dann gibt es noch Bruder Primus. Jest es Brat Primus? Nein, den gibt's nicht. Ja, tego nie ma. Das ist okay. Den gibt's nicht. Weil nie ma. Den ersten Platz. Ponieważ to pierwsze miejsce. In unserem Leben soll der Jesus Christus haben. W naszym życiu powinien Jesus. Also keinen Bruder Quartus. Und der Jesus selbst, Primus, Primus, sorry. Oh mein Gott. Wo geht denn Jesus? Links ist weg. Maus. Ah, die Maus, da, die Maus ist weg. Da ist er. Oh, ach, da ist die. No, die muss hier sein. Okay, ja. See, it doesn't matter. So, ich kann nicht weiter runter scrollen. Maybe one can help me. So, der Herr spricht in Lukas 14. Pan Jesus w Łukasza 14 mówi. Oh, thank you. Where did you find it? Second screen. Second screen. Ja. wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht Vater, Mutter, Frau und Kinder und Brüder und Schwestern, ja, sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nim nienawiści ojca, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, a nawet i życia swego nie może być uczniem moim. Ist das ein hartes Wort? Czy to są takie trudne słowa? Bo, wenn der Herr sagt, ich möchte gern den ersten Platz in deinem Leben haben. Pan Jezus chce mieć pierwsze miejsce w naszym życiu. Dann nicht einfach, weil sich aufdrängt. Nie dlatego, że on tak naciska, napiera na to. Weil weiß, wie wir sind. Ponieważ wie, jacy jesteśmy. Ich erinnere mich an jeden Mann. Przypominam sobie pewnego młodego brata. Aus dem Teil von Berlin, wo ich herkomme. Dzisiaj mężczyznę, z części Berlina, z której pochodzę. Der kam, wirklich, der hatte erkannt, Mensch, Jesus ist die Wahrheit. On naprawdę rozpoznał, że Pan Jezus jest prawdą. Und hatte dem Herrn seine Schuld bekannt. I on wyznał Panu swoje grzechy. Und so lernten wir ihn kennen. Poznaliśmy go. Und dann kam er zu uns im Bibelkreis. I on przyszedł do nas na taką godzinę biblijną. Aber seine Eltern. Ale jego rodzice. Ganz strenge Katholiken. Bardzo Katholiken, die das auch nicht so glauben. Którzy nie wierzyli w to. Gibt ja auch Katholiken, die glauben das. Niektórzy wierzą, niektórzy Katolicy wierzą, inni nie. Die nicht. Oni nie wierzyli. Und die haben gesagt, wenn du auf dem Weg weitergehst, powiedzieli mu, jeśli tą drogą jeszcze dalej, dann werde ich enterben. To wiedzieć, czym ja się. Jetzt geht's darum, was mache ich. I on sobie myślał, co teraz mam uczynić. Wir tun Gott keinen Gefallen, habe ich mir mal zugeschrieben, wenn wir an seinen Sohn glauben. Wir tun Gott keinen Gefallen, wenn wir an seinen Sohn glauben. Nie czynimy Bogu dla Boga czegoś dobrego, jeśli wierzymy w Jego Syna. Aber wir tun unserer Seele einen riesigen Gefallen. Ale czynimy to dla własnej duszy. Wenn wir diesem Herrn glauben und vertrauen. Kiedy będziemy temu Panu, w tego Pana wierzyć i mu służyć. Der Herr spricht Pan Jezus, in Matthäus 16, 24, über all diese Kosten der Nachfolge. Wszystkie koszty naśladownictwa. Could you please bring it? Da könntest du es bitte lesen. All in English, so what's sometimes for me. Yes, please. 24 und 25. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zawsze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Also wir merken, wenn der Herr spricht, dann sagt nicht einfach immer, wenn jemand mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Zauważymy też, że Pan Jezus nie mówi, kto chce mnie naśladować, niech się zawsze samego siebie. Indem er bestimmtes Essen nicht mehr und bestimmte Vergnügungen nicht mehr aufsucht. Przez to, że nie będzie spożywał pewnych potraw czy jakichś przyjemności życia. Oder sein ganzes Besitz jetzt verkauft. Albo też sprzeda całe swoje życie.
Der spricht von der Verleugnung des Ichs. Ale mówi tutaj o zaparciu samego siebie. Und meint damit die vollkommene Unterwürfigkeit unter die Herrschaft von Christus. Jest tu mowa o całkowitym poddaniu się i pod panowaniem Chrystusa. Und als ich, und das ist eigentlich die geistliche Bedeutung der Taufe. To jest właśnie duchowe znaczenie chrztu. Als ich getauft wurde und du getauft wurdest. Jak ja byłem chrzczony i ty byłeś chrzczony. Da ist der alte Rüdiger zum Beispiel oder der alte Jonas. Und aus dem Wasser kam der neue Rüdiger oder der neue Jonas oder die neue Und das ist Stellung. Das ist Stellung. Praxis ist das, was der Herr sagt. Hast du damit kein Problem? Der Herr nennt drei Voraussetzungen, ihm zu folgen. Pan wymienia drei Voraussetzungen, ihm zu folgen. Trzy wymagania, aby go naśladować. Please, can you tell me? Kannst du mir sagen? Możecie mi powiedzieć. Zaprzeć się samego siebie. Chcesz się zaprzeć? Tak. Very easy. Next one. Drei. Nummer drei. Proszę. Follow him. William Farrell hat das mal sehr schön gesagt in der Nachfolge. Besser verbraucht als verrostet. Wir wissen nicht, wer William Farrell ist. Wir wissen nicht, wer William Farrell ist. Wer hat das gesagt? No? Er war der Reformator der Schweiz. Oh, jetzt habe ich hier über Mr. Einzeit, er hat eine Kommentierung zu diesem Bibelvers geschrieben. Da ist Kommentar zu diesem Mr. Bibel. Kannst du das ablesen? Das was auf Polnisch. Ja, auf in Polnisch. Wiesz, że nie wszyscy są wezwani do zrzeczenia się całego świeckiego. Habt ihr schlechte? Wiesz, że nie wszyscy są wezwani do zrzeczenia się całego świeckiego zatrudnienia, aby poświęcić się pełno etatowej chrześcijańskiej służbie. Ale oznacza to, aby powierzyć się każdemu zadaniu, które on ma dla ciebie. Jak straszne jest to na przykład dla kogoś, kto został powołany do bycia misjonarzem, ale kto pozostaje w domu, a wraz z upływem lat może urządza piękny dom i urządza się w tym świecie, ale jednocześnie tęskni za ścieżką, którą Pan miał dla niego. Jakże błogosławiona będzie nagroda w tym dniu dla tego, kto wyrzeka się tego wszystkiego i wyrusza z wiarą, ufając Panu. Dalekie strony, aby żyć wśród ludzi, którzy mogą być nieprzyjemni, ale potrzebują kogoś, kto powie im o Jezusie. Dlatego wśród ludzi, którzy mogą być nieprzyjemni, dlatego dla tych, którzy ze względu na Chrystusa i na Ewangelię zjawizą własnego życia, jaka będzie ich nagroda na miejscu sądu Chrystusowego. Langer tekst, habt ihr ein bisschen verinnerlicht? To był długi tekst, czy żeście go zrozumieli? Der meint eigentlich, hör mal, wir reden jetzt über Nachfolge, über Jüngerschaft, über dem Herrn dienen. Und vielleicht ist das für den einen oder anderen ein ganz schönes Problem. Aber ich bin jetzt 61. Und ich habe Geburtstag, ich werde 40 Jahre alt. I będę niedługo miał rodzinę, będę miał 40 lat. Und dann guckt man so ein bisschen zurück. I look back. Zweiter Geburtstag. Drugi urodziny, w sensie od nawrócenia, prawda? I patrzę sobie wstecz na moje życie. Bin mit 21 zum Glauben gekommen an den Herrn Jesus. Mając 21 lat przyszedłem do wiary w Pana Jezusa. Und für manche Dinge habe ich doch im Laufe der Jahre enorm viel Zeit und Einsatz investiert.
poświęciłem niektórym sprawom wiele czasu. Łoskanie świata. Czasu, rzeczom, które nie były tego godne. Ich kenne einen Christen, znam pewnego chrześcijanina. Der hat enorm viel Geld gehabt. On miał całą masę pieniędzy. Das ist kein Problem, viel Geld zu haben. To nie jest problemem mieć wiele pieniędzy. Aber er hat sich gerühmt. Ich bin der, der am meisten hat von den Gläubigen. Ale on się tym chwalił. Ja jestem tym, który ma najwięcej ze wszystkich wierzących. Er hat Schiffbruch erlitten. Schiffbruch erlitten. I on musiał... On musiał... doświadczyć... Schiffbruch heißt, es war angegangen, alles. Geistlich, alles, nichts mehr zu sehen, nichts mehr. Duchowo upadł całkowicie. Taki brak chrześcijanina. Ein sehr begabter Mann. Bardzo zdolny człowiek. Sprach viele Sprachen. Mówił wieloma językami. War super eigentlich auch im Artikulieren, verständlich machen von Dingen. On umiał bardzo dobrze wyjaśniać różne sprawy. Aber wie schrecklich ist es am Ende dann, obwohl du berufen bist von Gott, ale jakże to jest straszne, kiedy jest się połowany przez Boga, a stoisz przed nim z pustymi rękami. Was hat dein Leben gemacht? Co twoje życie przyniosło? Sein Kreuz tragen. Nosić swój krzyż. Und mir nachfolgen. Ich glaube, ich habe euch das schon mal erzählt. Sein Kreuz tragen heißt nicht, zu leiden, wie er gelitten hat. Weil in seinem Leiden am Kreuz ist er einzigartig. Der keine Sünde tat. Noch wurde Betrug in seinem Mund gefunden. Und der an das Kreuz geht. Aber der dort leidet um unser Willen. Und wo Gott all die Schuld unseres Lebens auf ihn legt, als ob er es getan hätte. Das war sein Kreuz. Aber wir haben auch ein Kreuz. Ein Kreuz hat eigentlich die Bedeutung hier von Verachtung. A ten krzyż tutaj ma znaczenie wyśmiania, czy von Ablehnung. Od odrzucenia. Das ist unser Kreuz. To jest nasz krzyż. Das müssen wir jeden Tag aufnehmen. Ten krzyż mamy brać każdego dnia na swojej plecy. Das ist, wenn du noch in der Schule bist. Jeśli jesteś jeszcze w szkole. Und alle machen anders. I wszyscy robią inaczej. Ist es nicht leicht, dagegen zu stimmen. Nie jest łatwe iść pod prąd. Dann musst du ein lebendiger Fisch sein, der gegen den Strom schwimmt. Musi być żywą rybą, która potrafi pod prąd. In der Universität. Na przykład też na uniwersytecie. Überall laufen Feten ab. Feten. Feten, Feten. Partys. Partys, ja, danke. Masa imprez. Und du sagst, ich mach nicht mit. A ty mówisz, nie. Nie będę brał w tym udziału. Der Außenseiter. Będę tym, który stoi na zewnątrz. Bewusst, das ganz bewusst wählen. Całkowicie świadomo musisz podjąć decyzję. Ist nicht immer leicht. To nie jest zawsze takie proste. Nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Weź krzyż swój i naśladuj mnie. Und das aufnehmen machst du ganz bewusst. I to wzięcie tego krzyża musisz wziąć całkowicie świadomie. Oder wie jemand mal gesagt hat, du hast bewusst Unehre und Anklage gewählt. Niektórzy mówią, że ty wziąłeś na siebie świadomie niechwałę i oskarżenia. Ein Kirchenliederdichter hat es mal gedichtet. Któryś z pisarzy pieśni tak, napisał taką pieśń. Dein Sklave sein ist größere Ehre als König über Land und Heere. Bycie twoim niewolnikiem jest większą chwałą niż bycie królem nad krajami. Das ist so. To jest prawda. Denk mal in der Bibel, gibt es eine Geschichte, wo die Jünger. Jest taka historia w Biblii, gdzie uczniowie. Das waren Nachfolger, das waren Schüler ihres Herrn. Prawdziwi uczniowie Pana Jezusa. Die hatten gehört von dem Herrn. Słyszeli o Panu. Wenn sie mich verfolgen. Że jeśli mnie prześladują, będą euch verfolgen. To będą prześladować was. Habt ihr das jemals erlebt hier in Polen? Czy wy kiedyś przeżyliście to tutaj w Polsce?
Verfolgung, Schläge. Na przykład, że was bito. Ich habe gehört von manchen. Słyszałem coś. Gerade in der islamischen Welt. Ich will mal ein Beispiel erzählen, damit man mal erklärt, kennt, wie problematisch das ist. Über einen Bekannten hörte ich von diesem Missionar, ein sehr beeindruckender Mann, in Algerien. Arbeitet in den Bergen, wo die Berber wohnen. Berber? Kennt ihr das, Berber? Von der Berber kennt ihr den Berberteppich, ja? Carpet from the Berber. Berber, ja? Afrika. In the north of Africa. In the northern Africa. It doesn't matter. Egal. So, und dort geht er hin und überall besucht die Leute in den Häusern. Mit den Frauen darf er nicht reden, weil er ein Mann ist. Z kobietami nie rozmawiać, ponieważ jest mężczyzną. Deshalb spricht seine Frau mit den Frauen. Dlatego jego żona rozmawiała z kobietami. Eine Frau kommt zum Glauben. Jedna z kobiet się nawróciła. Wie das bei den Muslimen ist. A tak jak to jest u muzułmanów. Haben sie immer Ramadan. Ramadan. Nie gehört? Also, das ist die Zeit, nichts essen, ganzen Tag. Ein Monat. Und jetzt seine Frau, die jetzt zum Glauben gekommen ist, von dem Mann, die kocht. Und man sieht, dass oben aus dem Schornstein kommt Rauch. Da kommt der Mann vom Dorf. Der führende Mann. Besucht den Mann unserer Schwester. Deine Frau Laila kocht. Es ist jetzt Ramadan. Prophet Mohammed hat es verboten. Du weißt, was du zu tun hast. Na, der Mann, was macht er? Er holt sein Knüppel. Wenn sie nicht gehorcht, und sie wird nicht gehorchen. Weil da war eine Frau, die hat ihr Kreuz auf sich genommen. Und dann nimmt er den Knüppel. Dicken Stock. Und fängt an, seine Frau zu schlagen. Das ist bis heute ständige Situation in islamischen Ländern. Das kostet etwas, dem Herrn zu folgen. Aber er ist es wert. Weil er hat gesagt, folge mir. Folge mir. Hast du mal gesehen, das Leben des Herrn Jesus? Hat er gefragt eigentlich, als er am Kreuz war? Ist denn, ich nehme jetzt wieder ein paar Beispiele, ja, der Jonas, der Rüdiger oder der Harald oder die Estera, sind die das überhaupt wert? Bist du das wert? Dass er für dich stirbt? Bist du das wert? Niemand ist es wert. Das ist Liebe Gottes. Sein ganzer Dienst galt nur dem anderen. Seine Hingabe. Immer nur für andere. Der Matthäus hat das Evangelium da geschrieben. Der sitzt am Zollhaus. Da kommt der Jesus. So beschreibt er das. Und dann sagt er ihm, folge mir nach. Der wird sich doch wohl Gedanken gemacht haben, wem er dann nachfolgt. Zadał sobie pytanie, kogo on ma naśladować?
Und ich kann euch sagen, ich habe euch eben das Beispiel von dem Andreas gesagt, Bäcker, dem, wo der Papa gesagt hat, der wird enterbt, wenn er weiter mit Jesus geht. Opowiadałam o tym historię, o tym mężczyźnie, którego tata chciał wydziedziczyć. Der hat darauf gehört. Der hat darauf gehört, auf den Papa. Hat auf den Papa gehört. On posunął się taty. Und kam nicht mehr. I więcej nie przychodził. Ich habe ihn Jahre später wieder getroffen, auf der Schule, wo meine Kinder hingingen. Lata później spotkałam go w szkole, gdzie moje dzieci się uczą. Ich habe einen traurigen Andreas gesehen. Widziałem smutnego Andreasa. Verlierst alle Freude. On stracił wszelką radość. Er ist es wert. Ale jest tego wart. Denken wir, ach, es gibt viele Beispiele. Und jetzt müssen wir uns das auch mal klar machen, wieder was steht hier oben. Fervent love for all who belong to Christ. Das erwartet eigentlich der Herr von seinen Jüngern. Und John 13. Johannes 13, sorry. Kannst du vorlesen? 13, 35. Potem wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. O man. Daran soll also jeder erkennen, dass wir Jünger des Herrn sind. Potem mają wszyscy poznać, że jesteśmy uczniami Pana. Wenn wir Liebe untereinander haben. Kiedy miłość będzie między nami. Wenn du guckst in die christliche Landschaft, siehst du Zerbruch und Zerbruch. Jeśli popatrzysz na chrześcijaństwo, to widzisz tylko rozłam i jeszcze raz rozłam. Gruppen über Gruppen. Masa grup różnych. Und jetzt überlegt das mal nur am Ort, wo wir als Christen zusammengekommen sind. Jetzt. An dem Ort, wo wir als Christen zusammenkommen. Wenn wir vielleicht wenige sind, dann haben wir nicht so ein großes Problem. Bei uns sind wir so 150. Und es sind manche Christen, die können einen ganz schönen Last. I niektórzy z chrześcijan, którzy chodzą, są uciążliwi. Die machen dir Not. Sprawiają ci problemy, kłopoty. Und einer, den habe ich so vor Augen, der bringt ziemlich schlimme Lehren im Moment. A jeszcze na przykład taki jeden brat, którego teraz mam na myśli, to przynosi nie zawsze dobrą naukę. Und dann fragt mich nach 1. Johannes 3, ich will das nur mal zitieren, 16. I on mnie pyta o Ewangelii Jana 3,16. Da steht drin, dass wir bereit sein sollen, für den Bruder das Leben darzulegen. Pierwszy Jana 3,16 ist napisane, że mamy być gotowi, oddać swoje życie za braci. Und jetzt stell dir mal vor, jetzt hast du so ihn vor Augen, mit ihm kannst du überhaupt nicht. Der sitzt in den Zusammenkünften neben dir. Riecht vielleicht auch noch ein bisschen. Jetzt sagt die Bibel. Was sollst du dein Leben für ihn darlegen? Und der liebe Freund, der mich das fragte. Bist du bereit für mich, das Leben darzulegen? Und wenn du jetzt vor Augen mal jemand hast, wo du so ein bisschen Not mit hast. Jeśli teraz masz przed oczami kogoś, z kim masz problem, dann fragt der Herr dich, to Pan cię pyta, bist du bereit für den oder für die das Leben darzulegen? Czy jesteś gotowy za tego lub za tamtego oddać swoje życie? Das ist Jüngerschaft. To jest właśnie uczniostwo. Wie viel weniger Probleme hätten wir als Christen? Jak wiele mniej problemów byśmy mieli jako chrześcijanie? Wie viel weniger Spaltung hätten wir als Christen? O jak wiele mniej byłoby rozłamów między nami chrześcijanami? Und wir merken, das ist eigentlich ein Wort so besonders für unsere laodizeische gleichmütige Zeit. Erinnere dich mal an den Herrn Jesus Christus. Der wusste, da ist ein Mann bei ihm, den wird er 3 Jahre lang dulden müssen. Przy nim i kroczył z nim mężczyzna, którego musiał cierpieć.
Und der wird ihn dann später überliefern. A następnie zdradził go. Der hieß Judas Iskariot. On nazywał się Judas Iskariot. 3 Jahre hat er ihn geduldet. 3 razy pan... 3 lata. 3 lata pan go znosił. Hat ihm die Chance gegeben, dawał mu szansę, seine Situation vor Gott zu erkennen. Aby rozpoznał tę swoją sytuację. Er hat es leider nicht gemacht. Niestety on tego nie uczynił. Und hier siehst du wieder das Beispiel, hier kann man, das habt ihr schon gelesen, 1. Johannes 3, 16. Teraz widzimy ten przykład z 1. Johannes 3, 16. Wir sind schuldig für den Bruder oder für die Schwester. Das Leben dazu legen. Was auch noch die lieben Nachfolger, die Schüler des Herrn kennzeichnet, und das ist nämlich, dass man ein ganz tiefes, unerschütterliches Beharren auf sein Wort hat. In vielen Kirchen heute der westlichen Welt besonders scheint man, hat man alle moralischen Werte über Bord geworfen. Brüssel hat entschieden, es gibt kein männlich mehr, Brüssel, EU hat entschieden, es gibt kein männlich mehr, kein weiblich mehr. Gender. Unia Europejska w Brukseli stwierdziła, że nie ma mężczyzn i kobiet. Und in der Schule merken die Kinder, dass es bald keine Unterscheidung mehr gibt bei den Jungs- und Mädchentoiletten. I dzieci niedługo w szkole będą musiały też to przeżywać, że nie będzie toalet dla kobiet i dla mężczyzn. Sie haben längst schon entschieden, auch kirchlicherseits, dass man alles... alles absegnet, zum Beispiel auch Ehen von Homosexuellen. Już dawno zostało stwierdzone, że wszystko będzie akceptowane, na przykład też małżeństwo homoseksualne. Weil das alles so Leute sind, wie du vielleicht oder ich, die erzählen, ja, das ist Sünde. Das, ja, und das ist ja Quark in deren Augen, was wir sagen. Ludzie tacy jak my mówią, że to jest grzech, ale, Unsinn. Ja. Ale oni twierdzą, że to jest bzdura. So, da ist es gut, dass man so auch über die ganze Zeit der Kirchengeschichte immer wieder mal so Leute findet, wie den Herrn Zinzendorf, der eigentlich ein herrliches Gedicht mal geschrieben hat zu dem Thema. Jednakże miło jest, przeglądając historię Kościoła, spotykać wciąż nowe osoby, tak na przykład tutaj ten Zinzendorf, który napisał taką pieśń. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich ziehe es aller Habe und den größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nichts um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Panie, Twoje Słowo, szlachetny dar, ten skarb powinien pozostać, ponieważ wolę to wszystko przed ponad największym bogactwem. Jeśli Twoje słowa nie jest już ważne, na czym może oprzeć się wiara? Nie interesuje mnie tysiąc światów, ale Twoje słowo. Und das ist wichtig, dass das Wort Gottes muss also unser Begleiter werden morgens früh. Aufstehen und einfach mal danken. Herr, was hast du mir zu sagen heute? Nasz Słowo Boże powinno być naszym codziennym towarzyszem. Już jak otworzymy oczy, powinniśmy dziękować Panu za nie i pytać się, co Pan nam dzisiaj nam do powiedzenia. Ich wollte jetzt noch eine Geschichte dazu erzählen, aber die spare ich mir, weil es wird immer wärmer hinter mir. Alles verlassen, ihm folgen. Vater oder Mutter verlassen. Manchmal kann das sogar sein, die eigene Frau oder der eigene Mann. Und wenn wir was lesen in Lukas 14, 23, 33, so, sorry. Lukas 14:33. Der nicht allem versagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein.
Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Und dann frage ich dich. Pytam cię. Vielleicht erstmal ganz kurz 14, 23 geht das eigentlich los? Oder 25? To już zaczyna się w wersie 25. Ich werde das jetzt nur mal erzählen. Chcę tego teraz powiedzieć. Da ist einer, der soll Turm bauen. Jest ktoś, kto 28. Kto chce budować. Der muss sich hinsetzen, der muss sich berechnen, kann ich überhaupt den Turm bauen? Habe ich genug Geld? Ja, on musi usiąść i zastanowić się, czy mogę w ogóle zacząć z budową, czy mam wystarczająco środków na to. Sonst kann es den Menschen ergehen, dass nachher die Leute sagen, hey, der hat angefangen zu bauen, guck doch mal, alles im Rohbau ist nie fertig geworden. Ponieważ jeżeli by zaczął, a nie miał koniecznie, żeby to skończyć, ludzie mogliby się zacząć z niego naśmiewać. Oder da ist ein König, der hat 10.000 Soldaten. Albo jest też król, który ma 10.000 żołnierzy. Der zieht gegen 20.000 in den Krieg. I on idzie na wojnę. Ich muss mich doch hinsetzen. Ich muss mich doch hinsetzen, muss erstmal überlegen, Mensch, wird das überhaupt was bringen, dass ich gegen so eine Übermacht trotzdem gewinne? Und in diesem Zusammenhang sagt der Herr dieses Wort. Und das ist einfach die ganz natürliche Frage, was traue ich diesem Herrn zu? Was kann das bedeuten für dein Leben? Vielleicht müsste sich da was ganz konkret ändern. Der Herr sucht nicht eine Spezialklasse von Menschen, von Werkern, also so ganz besonders Begabte. Nur die, die Pan, möchte er gerne haben. Pan nie szuka pewnej klasy ludzi, Jesus tylko nie, na przykład Jezus nie miał na myśli specjalnej grupy klasy ludzi na przykład, tylko ci bardzo zdolni. Und er sagt auch nicht, hör mal, ich möchte nur, dass du ein bisschen mitmachst, ja? Und Pan Hauptsache, du hast guten Willen gezeigt. Pan też nie chce, żebyś, no może tylko troszkę mi służyć. Ważne, że pokazałeś inicjatywę. Jesus spricht auch nicht von einem Teil meines Besitzes, was er gerne haben möchte. Pan też nie mówi o pewnej części naszego, Teil meines Herzens. Pan? Ein Teil meines Herzens. Nie chce części też naszego serca. Er meint, der verlässt alles, meint wirklich alles. Pan mówiąc wszystko, ma naprawdę na myśli wszystko. Sonst kannst du nicht ein Jünger sein. W przeciwnym razie nie możesz być uczniem Chrystusa. Das ist derselbe, der gesagt hat mit diesen Schätzen, die nicht aufgelegt werden soll, aufgehäuft werden soll in dieser Erde. To też miał na myśli mówiąc o skarbach, które nie mamy gromadzić na ziemi. Wo Motte und Rost zerstören. Gdzie mól i rdzaje zniszczą. Wo Diebe durchgraben und stehlen. Gdzie złodziei wykradną. Und da müssen wir uns immer wieder klar machen, Mensch, will ich die Kosten, will ich die überschlagen? Das macht Lukas 14 deutlich. I teraz w tym rozdziale 14 Ewangelii Łukasza wyraźnie widzimy, że musimy podjąć decyzję, czy chcemy ponieść te koszta. Und das sind nicht eine ganz spezielle Kaste von Brüdern jetzt, die hier vorne sitzen. Ja, ich bin, oh ja, I'm ready, I'm really ready. But listen, the first part is always a little bit longer, and the second part is smaller. Really, only a quarter of an hour. Also wir sind nicht, wir müssen uns fragen, sind wir bereit, die Kosten zu tragen? A więc musimy zadać sobie pytanie, czy jesteśmy gotowi, żeby ponieść koszta. Und wir mögen vielleicht jetzt als extrem hingestellt werden. Oh, der will es aber jetzt ganz genau machen. Teraz możemy popatrzeć też taką skrajność i robić to tak dokładnie. Deshalb möchte ich ein Beispiel euch vorzeigen. Dlatego chcę wam dać do tego pewien przykład. Die Geschichte dazu erzähle ich euch nach der Pause. A historię tego opowiem wam po przerwie. Die Geschichte hat mich sehr berührt. Deshalb habe ich gedacht, ich erzähle, wir singen jetzt das Lied zusammen. Dann machen wir eine Pause.
Könnt ihr das lesen? Sollen Sie das zitieren? Was stand da? You know the song? You know the song? Okay. Und zwar heißt es, I am decided to follow Jesus. Ich bin entschieden, Jesus nachzufolgen. Und bedenkt daran, wenn er singt, als ob ihr so wie der Matthäus seid. Der Herr sagt, folge mir nach und ich folge ihm nach. Ciekawy jestem, czy będziecie tacy, jak był ewangelista Mateusz, któremu Pan powiedział na ślady i on wstał i naśladował Pana. So, start, please. Pause, tam. Do gitar. Mam gitarę? Gitarę, tak. Aber ich möchte euch erstmal erzählen, ich habe immer so ein bisschen, nee, nicht so gut von dem Lied gedacht. Ich kannte das schon jahrelang, jahrzehntelang. Und ich habe immer so ein bisschen da gesagt, Mensch, die Welt liegt hinter mir, das Kreuz liegt vor mir. Ah, das ist theologisch nicht so ganz richtig. Dann habe ich gehört die Geschichte von dem Mann, der den Text geschrieben hat. Und das nehme ich 100 Mal zurück. So, we sing the song.